Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Erini, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute dabei bist. Heute geht es um das Thema Kraftquellen. Wo kommt Energie her? Wie kannst du mehr Energie generieren? Viele Leute kommen ja zu mir wegen Erschöpfung, weil sie sich ausgebrannt haben, weil sie das Gefühl haben, keine oder zu wenig Energie zu haben. Und deshalb möchte ich heute eine Übung dir zeigen, eine Reise mit dir machen, wo es eben um dieses Aktivieren von Kraftquellen geht. Wir werden anhand des Chakrensystems auf jeder Ebene Kraftquellen aktivieren. Die Idee, was passieren soll, ist einfach, dass du dir deiner Lebensenergie, die ja theoretisch unendlich vorhanden ist, dass du diese Energie wieder bewusster wahrnimmst und so wieder in deinem Leben aktivieren kannst und auch mehr zum Ausdruck bringen kannst. Also im Prinzip erfrischen wir uns und vitalisieren uns jetzt während dieser Meditation. Ich wünsche dir eine schöne Reise. Schließ mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Nochmal tief ein und wieder aus. Und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Konzentriere dich jetzt mal auf deine Beine. Und spür mal entweder den Fußboden unter deinen Beinen. Oder wenn du liegst, konzentriere dich einfach mal auf deine Beine, auf deine Füße. Und erlaube mal deinen Füßen, alle Müdigkeit abzugeben. Und diese Müdigkeit steckt in deinen Gelenken, in deinen Zehengelenken, in deinen Fußgelenken, in den Kniegelenken und auch deinen Hüftgelenken. Also der gesamte Fußbereich, alle Müdigkeit und Erschöpfung, die sich in diesen Gelenken gesammelt hat, darf nun abfließen. Und du spürst, dass du mental an einen Ort gehst, wo du Kraft aktivieren kannst. Du kannst dir das vor deinem geistigen Auge wie einen Knopf, einen Lichtschalter vorstellen. Und dieser Lichtschalter aktiviert dir die Kraftquellen in deinen Füßen und Fußgelenken. Also der Kraftschalter, der Einschalter für deine Fußgelenke. Und du aktivierst jetzt mal diesen Schalter, drückst diesen Knopf und so, als würdest du Licht in einem Saal machen, spürst du, dass bei deinen Zehengelenken, Fußgelenken, den Knöcheln, deinen Knien und deinen Hüftgelenken Licht angeht. Goldenes Licht, unzählige Lichter, die sich wiederum inspirieren und aktivieren. Und du merkst eine angenehme Bewegung in deinen Beinen und Fußgelenken. Und spürst, dass diese leichter werden, sich regenerieren, ausgleichen
Und in diesem Ausgleichen, in diesem Regenerieren aktiviert sich auch die Kraft in deiner Beinmuskulatur, in deinen Sehnen, in der Achillessehne, in deinen Waden, in deinen Schenkeln, in allen Bändern, in allen Gelenken deiner Beine. Stress, alte Energie, aufgestaute Energie, Entzündungsenergie, erschöpfte Energie wird so abgesaugt, fließt ab. Und du spürst, dass eine frische, klare, mobile, fließende, geschmeidige Energie durch deine Beine fließt. Und du spürst, wie diese leichter werden und alte Schlacken fließen von deinen Beinen ab. Und du spürst, dass diese Energie, die Kraft, diese Urkraft, diese Urquelle in deinen Beinen aktiviert wurde. Und du fokussierst dich jetzt mal auf diesen Begriff Urkraft, Urenergie, Ursprung. Und Ur steckt im Begriff Wurzel, Urwurzel. Und jetzt wird in deinem Wurzelchakra diese Urkraft, diese Urenergie, diese Stärke, diese ursprüngliche Power, diese Kraft aktiviert. Und dadurch lösen sich in deinem Wurzelchakra sämtliche Staus, Verklebungen, Anspannungen. Und du spürst, dass eine unglaubliche unendliche Kraft dein Wurzelchakra aktiviert, das Zentrum am Ende deines Steißbeins mit Einflussbereich des Afters, deines Beckenbodens. Und diese Urenergie und Urkraft stabilisiert dich, beschützt dich und du spürst, dass das wie ein Konto ist, wie ein Sparbuch, wie ein Depot, auf das du jederzeit zurückgreifen kannst, die unendliche Urenergie in deinem Wurzelchakra. Und diese Energie aktiviert sich, richtet jetzt auch dein Becken aus, deine Beine, Oberschenkel, Knie, Schienbeine, bis in die Füße runter fließt diese Urkraft und gibt dir Würde und Stabilität. Und bei dem Begriff Würde geht es jetzt weiter zu deinem Nabelzentrum in einem goldorangenen Licht. Und da geht es um deine Identität, um dein Licht.
Und dieses Licht wird nun von allen Kleingeistereien befreit, von allen Beeindruckungen, die dich unten halten, die dich unterhalb deines Energieniveaus halten, wird jetzt dieses Nabelchakra aktiviert und gereinigt. Und du spürst, dass in dieser Energie deines Nabelchakras Freiraum und Leichtigkeit liegen. Die Freiheit, das Leben lustvoll und als Spiel zu erleben. Und diese unendliche Möglichkeit deines Selbst, deiner Identität sich auszudrücken, wird nun in einem unendlichen Energiefluss dargestellt. Und diese Weite wird reguliert von einer inneren, erwachsenen Autorität, sodass diese überschäumende Energie des Nabelzentrums nicht dazu führt, dass du dich verausgabst, sondern dass du deine Freude, deine Stabilität, dass du das, wo du dir treu sein kannst, zu 100% leben kannst. Diese Kraftquelle Nabelchakra wird nun aktiviert, ausgeglichen und innere Disziplin findet statt, sodass du dich auf dieser Ebene nicht verausgabst und in dieser Kraft, in diesem Ausgleich spürst du, wie die Energie zwischen Nabel und Wurzel, diese Urenergie, Urkraft, wie diese dich trägt, wie du weiterkommst durch diese Kraft und wie diese Kraft sich mit deiner Lebenslust, Leichtigkeit, Lebensfreude vermischt, inspiriert wird. Und wie du dadurch aufrechter wirst und wächst. Und in diesem Wachsen, in diesem Erwachsen, in diesem Aufbrechen, kommst du nun zu deinem Solarplexuszentrum auf der Höhe deines Magens. Und dort werden jetzt sämtliche Emotionen, die dir im Magen liegen, sämtliche Erlebnisse, die dir im Magen liegen, alles, was dir zu nahe gegangen ist, wird nun aus diesem Zentrum abgegeben, abgesaugt. Auch von der Leber, von der Milz, von den Nieren, von der Bauchspeicheldrüse, vom Magen, eben von allen Organen werden diese Emotionen jetzt rausgelöst. Alles Unverdauliche, alles, was sich da festgesetzt hat im Kontakt mit anderen. Dort, wo du dich im Kontakt mit anderen verausgabt hast. Und diese Verausgabung endet jetzt. Denn du aktivierst die Kraftquelle deines Solarplexus, deine innere Sonne. Und so wie die Sonne im Universum scheint, so scheint jetzt auch dein Solarplexus auf deine Identität, deine Urkraft, deine Fußkraft, deine Kraft weiterzugehen und weiterzukommen. Und in dieser Energie, dieser strahlenden Sonnenenergie. Atmest du jetzt einmal tief ein,
Und wieder aus. Und du spürst, dass du auch dich auf diese Ebene nicht verausgaben kannst, sondern dass diese Erwachsenenautorität, diese Stabilität dir dazu dient, diese Energie für dich zu führen, für deine Abgrenzung zu verwenden, sodass du klar bei dir bleiben kannst. Und in dieser Ichheit, in dieser Kraft, in diesem unendlichen Licht erlaubst du dir, Danke zu sagen. Danke, dass ich hier bin. Danke für diese unendliche Energie. Danke für die unendliche Energie. Und in diesem Danke aktiviert sich nun dein Herzzentrum, dein Herzchakra. Und jegliche Müdigkeit, Trauer, Enttäuschung, enttäuschte Gefühle, alte, gespeicherte Emotionen und Enttäuschungen werden nun von deinem Herzen gereinigt. Das verausgabte Herz, das verbrannte Herz wird nun geheilt. Der Staub wird von deinem Herzen genommen, gereinigt und du spürst, dass dein Herzzentrum die unendliche Energie bedingungsloser Liebe empfängt. Die unendliche Energie der Heilung empfängt. Dass sich die Selbstheilungskräfte deines Körpers aktivieren. Dass in dir eine Offenheit, eine Liebe entsteht. Eine Feinheit. Und diese Liebe, diese Feinheit darf nun weitergehen, sich weiter öffnen und du atmest tief ein und wieder aus und bemerkst, dass dort, wo Panzer vor deinem Herzen sind, wo Schutzschilde vor deinem Herzen sind, Blockaden vor deinem Herzen sind, diese nun von dir gehen, sodass sich die unendliche Kraftquelle deines Herzens aktiviert und diese Liebe durch dein System fließt, zum Solarplexus, zum Nabel, zum Wurzelchakra, zur Urkraft, zu deinen Beinen. Und du spürst jetzt, wo alte Erschöpfungen in deinem System sind, dass diese sich lösen, dass dein Rippenbogen, deine Wirbelsäule sich ausrichtet. Dass Freiraum geschaffen wird, dass dein Zwerchfell sich entspannt. Und dass sich sämtliche Fremdkörper oder Viren in deinem System lösen. Alles, was dich schwächt, wird nun entfernt. Und Heilung und Regeneration entsteht. Die Urkraft ist unendlich vorhanden und auch die Heilung und Regeneration, der Frieden ist unendlich vorhanden. Und in diesem Bewusstsein gehst du weiter zu deinem Halschakra, deinem Kehlkopfchakra. Und erlaubst jetzt auch diesem Zentrum Verausgabungen zu lösen, strapazierte Stimmbänder
Dort, wo du geschrien hast, geweint hast oder dir den Mund fusselig geredet hast und dennoch nicht verstanden wurdest, all das wird nun gereinigt. Und in dieser Reinigung, wenn Erschöpfung sich löst, kommt klare Kommunikation, eine klare Zielsetzungskraft und diese Klarheit weitet sich aus. Sie weitet sich durch deine Schultern aus, in deine Schultergelenke. Und auch deine Schultern werden jetzt gereinigt von Erschöpfungen. Deine Ellenbogen werden gereinigt von Erschöpfungen, deine Handgelenke werden gereinigt von Erschöpfungen und auch alle Glieder deiner Finger, Knöchel, alles wird gereinigt von Erschöpfungen, sodass diese reine Kommunikationsenergie, Klarheit und Durchsetzungskraft durch dein gesamtes System und deinen Oberkörper, Schultergurt fließen kann. Die Halswirbelsäule entspannt sich und die Kraft in deinem Nacken, in deiner Rückenmuskulatur, in deinen Händen wird nun aktiviert. Es ist unendliche Kraft. Und du spürst nun die Power, dich durchzusetzen. Und am wesentlichsten in diesem Schritt ist nun diese Durchsetzungskraft, diese feine Unterscheidungskraft zwischen Hals- und Wurzelchakra, dass sich da eine Linie bildet zwischen Hals und Wurzel. Dem Ende, dem oberen Ende deiner Wirbelsäule und dem Steißbein. Und dass sich diese Durchsetzungskraft jetzt mit deiner Urkraft trifft, sodass du absolut in deinem Sinne handeln und sprechen kannst. Dass deine Stimme ohne Nervosität ganz klar gehört wird. Dass deine Worte voller Inhalt sind, voller Bedeutung, voller Lebendigkeit. Und du spürst eben die Heilung in deinen Füßen, die Heilung in deinen Armen. Du spürst die Heilung in deinem gesamten Körper und auch die unendliche Kraft. Die Stärke und die Klarheit. Und in dieser Klarheit gehst du weiter zu deinem dritten Auge, deinem Stirnchakra in der Mitte deiner Stirn und erlaubst dir nun, dieses zu aktivieren. Die Kraft deiner Intuition jenseits von Manipulation wird nun unendliche Kraft aktiviert und auch die Möglichkeit, alles wahrzunehmen und alles zu erfassen, was für dich wesentlich ist. Jegliche Überforderung, alle Eindrücke von schlechten Lehrern, von schlechten Vorbildern, also Lehrern und Vorbilder, die dich unter Druck gesetzt haben, wird nun gelöst und du spürst, dass sich deine Stirn entspannt, dass sich auch alte, erschöpfte Gedanken aus deinem Gehirn entfernen und dass sich deine Epiphyse und Hypophyse entspannt und aktiviert.
Und in dieser Aktivierung deines Gehirns spürst du nun auch, dass sich dein göttliches, höchstes Potenzial, dein höheres Selbst auflädt. Und dieses aufgeladene, kraftvolle höhere Selbst aktiviert nun dein Kronenchakra oder Scheitelchakra. Dein Kanal wird gereinigt, geöffnet. Nagende Gedanken, negative Gedanken, Gedanken, die dich klein halten oder dich im Kreis drehen lassen, werden aus diesem System gelöst und du erlaubst dir, in dein höchstes Licht, in deine höchste Klarheit einzutauchen. Und dennoch bist du verbunden mit der Urkraft. Den Kopf im Himmel, die Erde, das sind deine Füße. Deine Füße stehen auf der Erde, der Kopf ist im Himmel. Und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus. Und du erlebst dich jetzt und den Energiefluss. Du nimmst ihn bewusst wahr. Nimmst wahr, wie alle Haupt- und Nebenchakren gereinigt und stabilisiert sind, wie sich dein gesamtes Energiefeld synchronisiert, die Chakren untereinander und alle Erschöpfungen, die diese Zeit mit sich bringt, diese schnell schwingende Zeit, werden nun transformiert. Und du erlaubst dir, mit deinem Energiefeld in dieser Zeit synchron zu sein, sodass diese unendliche Kraft Schritt für Schritt dich begleitet. Dein Feld ist synchronisiert und du atmest nochmal tief ein. Und wieder aus und bedankst dich mal bei deinem höheren Selbst für die Begleitung und die Führung und mach dir nochmal deine unendlichen Kraftquellen auf jeder Ebene deiner Existenz bewusst. Atme nochmal tief ein und wieder aus und dann streck dich mal durch. Spür mal, wie sich dein Körper anfühlt, wie sich deine Gelenke anfühlen, deine Muskeln. Und erlaube dir, nach dieser Übung noch etwas die Energie zu spüren und nachfließen zu lassen. Und du kannst deine Kraftquellen natürlich jederzeit wieder aktivieren. Nun atme nochmal tief ein und wieder aus, streck dich durch, öffne deine Augen und komm ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und spür deine innere Kraft, die aktiviert wurde. Und wenn du diese Kraft fokussieren möchtest, kannst du dir das nach vorne vorstellen, wie ein Fernrohr oder auch wie eine Pfeilspitze, wo du dich auf deine Ziele ausrichten kannst. Ja, das war mal so die Meditation zum inneren Kraftquellen aktivieren. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal, würde mich freuen. Ich freue mich auch über Kommentare. Wie hast du die Meditation erlebt? Hast du Vorschläge für andere Reisen und Meditationen? Und wenn du mal live einen Kurs machen möchtest oder energetisch arbeiten willst, schau einfach mal auf meiner Homepage rni.com nach und da findest du die aktuellen Kurstermine und natürlich auch Sitzungstermine. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis nächstes Mal, dein Oliver Erni aus dem wunderschönen Linz. Tschüss.